Oh, hallo Psycho, hier ist Isabel. Neulich habe ich gekämpft und mein Minum war einfach klasse. Ich wünschte, du hättest das sehen können, Psycho. Bye. Halt die Schnauze. KP Plus. Okay. Nein! Flurmel. Ich hab genug von Flurmel. Nichts wie raus aus dieser Höhle. So, eigentlich wollte ich wieder zurück zu Mr. Bragg, aber wir machen es jetzt einfach so. Ja, komm, ich glaube, wir schauen uns Wiesenflur auch noch schnell an. Dann haben wir das alles hinter uns. Da war ein Mann, der hat den Tunnel ganz alleine für die Frau seines Herzens gegraben. Ich habe das nie so ganz verstanden, aber hey, ich finde es trotzdem klasse. Hier ist das Pokémon Center. Fangen wir zuerst mit dem an. Ja, heilen wir schnell unsere Pokémon, ist okay. So, hallo alter Mann. Der Grund, warum jeder Wiesenflur besucht, ist das Kampfcamp hier. Das liegt auf der Hand. Oder bist du aus einem anderen Grund hier? Ja, nee, selbstverständlich wegen dem Kampfcamp. Was auch sonst? Du kannst dich nicht Trainer nennen, wenn du nicht an deine Pokémon glaubst. Nur diejenigen, die an ihre Pokémon glauben, werden am Ende siegen. Es gibt eine Attacke, die stärker wird, wenn du sie mehrmals hintereinander einsetzt. Das nennt man Zornklinge. Sie ist vom Typ Käfer und mega cool. Sie heißt Zornklinge. Soll ich sie einem Pokémon beibringen? Ja, wenn es ein Pokémon kann, gerne. Niemand kann Zornklinge. Wir haben offensichtlich nicht die gleiche Wellenlänge. Meine Pokémon haben nicht die gleiche Wellenlänge. So, hier der Markt neben dem Pokémon Center. X-Spezial ist für jeden Pokémon-Kampf äußerst wichtig. Es erhöht die Stärke mancher Attacken, aber leider nur für einen Kampf. Denn es ist bei schwächeren Pokémon hervorragend geeignet. Die kannst du nur in Wiesenflur kaufen. Strategie-Ratgeber für das Kampfcamp scheinen hier leider nicht zu verkaufen. Man muss sich auf sich selber verlassen. Wäre ja auch sonst zu einfach, ne? So, also hier gibt's Netzbälle. Da. Heil mit hoher Erfolgsquote bei schwachen Pokémon. Enelkuruta ermöglicht Flucht im Kampf gegen wilde Pokémon. 1000. Ganz schön teuer. Warte, ne, Enelkuruta, die schneiden so süßen Enekos die Routen ab. Wie barbarisch. Meine Pokémon und ich haben gerade eine Gewinnserie. Daher werde ich nun meinen Auftritt im Kampfcamp haben. Ja, ja. Die Höhle neben dem Pokémon-Supermarkt ist nun ein Tunnel zur anderen Seite. Das ist toll. Jetzt kommt man ganz einfach nach Metaros City, um Devon-Waren zu kaufen. Devon-Waren? Sind Devon-Waren nicht irgendwie sowas für die Industrie gedacht oder so? Irgendwas von B2B? Und nicht von B2C? Aber egal. Weit von hier in Prachtpolis City findest du die Pokémon-Liga. Die Trainer dort sind alle gerade furchterregend talentiert. In der Pokémon-Liga musst du die Top 4 hintereinander besiegen. Das sagen die Regeln. Wenn du gegen einen dieser Trainer verlierst, musst du die Herausforderung von vorne beginnen. Oh je, so viele Leute. Heike, wer bist du? Oh ja, ich weiß schon, du bist Psycho. Heiko hat mir schon viel von dir erzählt. Ich bin Heikos Cousine. Nett, dich kennenzulernen. Sie heißt einfach Heike. Und ihr Cousin heißt Heiko. Wie einfallsreich. Was muss die Mutter für Einfallslosigkeit an den Tag gelegt haben, dass sie ihre Söhne und Töchter so benennt. Heiko und Heike. Wow, klasse. Bist du jetzt glücklich? Mutter von... Egal. Da kann ich verstehen, warum er abgehaut ist und sich einen Trassler holen will bei solchen Eltern. Aber gut. Ich finde, seit Heiko hier lebt, ist es viel gesünder und lebendiger geworden. Dank dir kann ich meine Freundin jetzt jeden Tag sehen.
Ob ich glücklich bin, darauf kannst du wetten. Es ist unglaublich. Der Freund meiner Tochter hat den Tunnel von Hand gegraben. Einfach sagenhaft. Oh, Psycho, du findest Heiko nebenan. Aber es gibt etwas, das ich dir sagen muss. Diese natürliche Umgebung hat Wunder gewirkt bei Heikos Gesundheit. Und nicht nur die natürliche Umgebung. Ich denke, auch die Freundschaft zu den Pokémon hat ihm geholfen. Ich habe gegen dich verloren, Psycho, aber das betrübt mich nicht. Ich habe ein neues Ziel in meinem Leben. Zusammen mit meinem Trasler mache ich mich auf, die Arenen herauszufordern und ein großer Trainer zu werden. Behalte mich ruhig im Auge, Psycho. Bald bin ich stärker als du. Und dann werde ich dich zu einem neuen Kampf herausfordern. Ich leg mich jetzt in Heikos Bett. Erst Mike, jetzt Heiko. Ich hab sie alle auf meiner Liste. Alle habe ich jetzt auf meiner Liste. Und ich leg mich auch in andere Betten, wenn ihr wollt. Denn ich bin Psycho. Ich bin der Psychotrainer aus Höhen. So, also das war Heikos Zuhause. Ja, steht sogar dran. Statt dass man es nach dem Namen seiner Eltern benennt, nein, Heikos Haus, ja. Der Wind steht immer so günstig, dass die Asche vom Vulkan nie hierher geweht wird. Die Luft ist sauber und klar. Hier zu leben hilft auch den schwachen und kränklichen Menschen. So, was ist das? Zeig mir doch mal dein Pokémon. Ich prüfe, wie sehr es dich mag. Oh, dein Pokémon. Es mag dich. Ich könnte... Ich möchte... Was? Es möchte von dir verwöhnt werden. Ich verwöhne dich sehr gerne, meine Pokémon. Ich kann auch andere Leute trainieren, die... ich kann auch andere verwöhnen, die keine Pokémon sind. Also dann verwöhnen wir mal unser Kirlia. Also, nee, die sind alle männlich. Euch verwöhne ich nicht. Aber mein Kleinstein ist weiblich. Okay, Kleinstein, jetzt wirst du ver... Nee, ich verwöhne doch keinen Stein. Unglaublich. So. Warte, euch haben wir schon angesprochen. Okay, ihr seid... Gut, dann haben wir ja alles schon durch, oder? Nee, nicht ganz. Die Höhe neben dem Pokémon-Supermarkt ist nun ein Tunnel zu... Können wir schon. Dann schauen wir mal da rein. Welche Attacken hast du deinem Pokémon beigebracht? Ich denke, es wäre für dich vom Vorteil, wenn sie sich nie selber heilen und schützen können. Hallo Psycho, ach du ja schon wieder. Ich hoffe, dich hier zu treffen. In einem Kampfcamp triffst du auf viele starke Trainer. Und dabei ist es völlig unerheblich, welche Regeln hier gelten oder wie hoch der Gewinn ist. Psycho, ich erwarte von dir, dass du dein Bestes gibst. Meine große Schwester ist eigentlich sehr sanftmütig, aber wenn sie so richtig wütend wird, dann bekommt man echt Angst von ihr. Ich wette, ein sanftmütiges Pokémon ist auch furchterregend, wenn es wütend ist. Wenn es eine bestimmte Attacke nicht mag, wird das Pokémon sie nur zurückhaltend einsetzen. Und da spielt es auch keine Rolle, wie stark es ist. Ein Pokémon mit einem zarten Wesen wird beispielsweise ungern seinen Gegner verletzen wollen. Wenn es sein Potenzial nicht ausschöpfen kann, wird es beim Einsatz einer ungeliebten Attacke eventuell versagen. Meine Gefühle für Pokémon sind sehr, sehr tief. Oh, hallo. Du hast das jetzt nicht gehört, nicht wahr? Na egal. Möchtest du diese TM für deine Pokémon haben? Ja, gerne. Meine Gefühle für Pokémon sind genauso wie die Gefühle der Pokémon für mich. Sie kämpfen genauso, wie ich es möchte. Was ist TM45? Anziehung. Ah ja, okay. Willkommen im Kampfcamp von Wesenflur. Hier wird das Vertrauen der Trainer in ihre Pokémon getestet. Möchtest du dich der Herausforderung in Wesenflur Kampfcamp stellen? Information dazu. Im Kampfcamp von Wesenflur gibt es eine entscheidende Regel, die bedacht werden muss. Trainer dürfen ihre Pokémon lediglich in den Kampf rufen und zurückziehen. Ansonsten ist es hier ihnen nicht erlaubt, in den Kampf einzugreifen. Die Pokémon sollen gemäß ihres Wesens verhalten und kämpfen. Du musst deinem Pokémon vertrauen und sie beobachten. Wenn du es schaffst, deinen Trainer zu in Folge zu besiegen, bekommst du einen Preis von uns. Wenn du deine Herausforderung unterbrechen willst, speichere bitte dein Spiel. Brichst du die Herausforderung ohne zu speichern ab, wirst du disqualifiziert. Möchtest du dich der Herausforderung... Ja. Gut, dann bestimmen wir jetzt drei deiner Pokémon. Transler, Kadabra, Transler.
Bevor das Kampfcamp betrittst, musst du einen Spiel speichern. Okay, ja. Es gibt. Komm, ich speichere schon. Ich kämpfe nur mit Kirlia. Kirlia macht alle platt. Außer und nicht Pokémon. Hoffen wir, dass da keins kommt. Ein Fernsehidol ist zu vergöttern. Was? Was sagen die für komische Sprüche? Wahrscheinlich sind es so Standardsätze, die man auswählen kann. Für irgendwelche Trendsachen, ja. Okay, Luturzel. Warte, unser Pokémon hat keinen Okay, wir müssen mit einem unterlevelten Pokémon gegen 30er-Viecher kämpfen. Das kann ja was werden. Gut, Heuler bringt jedenfalls überhaupt nichts. Warte, was? Ich hab dich gesagt, dass du diese Attacke nutzen darfst. Was soll das? Hey! Was machst du? Nicht Doppelteam! Transler ignoriert den Befehl. Kann ich jetzt bitte angreifen? Schutzschild. Er boostet sich. Das ist nicht nötig. Du tust es gleich weg. Das macht keinen Scheiß. Trasler macht Mist. So, endlich. So, Plan. Ach nee, Plan, das ist Unlicht. Jetzt greif mit Raub an. Raub! Tja, jetzt heißt es hoffen und warten, bis Transler Raub benutzt. Planer setzt Raub ein. Wie oft willst du eigentlich noch Doppelteam benutzen? Ja, danke schön. Jetzt musst du angreifen. Oh nee, das ist Verhöhner. Ich hab's mit Verhöhner verwechselt. Sonnentag, jetzt bereitet er einen Solarstrahl vor. Danke! Das hat ja gar. Alter, das kann ein bisschen dauern. Sämtliche Termine absagen. Dieser Kampf dauert Ewigkeiten. Tja, ich habe gehofft, es kommt kein Unlicht-Pokémon. Zweites Pokémon ist ein Unlicht-Pokémon. Soll ich mich einfach zurückziehen und diesen Kampf vergessen? Ich meine, das bringt doch alles nichts. Nee, komm. Ja, ich gebe auf. Kein Bock mehr. Das dauert mir zu lang. Wir haben nicht die besten Pokémon für diese Art von Kämpfen. Wer ruft mich da schon wieder an? Ich bin's, Isabelle. Ich muss dir unbedingt etwas über meine Herzen wissen. Ja, danke. So, dann gehen wir jetzt wieder zurück nach Malvenfrost City und hoffen, dass wir von keinem angesprochen werden. So, dann da vorbei. Wir kämpfen später irgendwann mal gegen die ganzen Leute. Ich dachte, der dreht sich nicht um. Ah. Ich kämpfe erst gegen euch, wenn ich einen Sonnenfell hab. Oh Gott, nein, der hat 6. Wieso hat der 6? Heizung. Warum hat der 6 Heizung?